Das Center Shop Feuerwerksprospekt für dieses Jahr 2022, 2023 ist draußen, meine Freunde, und da gibt's richtig, richtig geile Sachen. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich weiß, viele haben vielleicht jetzt nicht einen Center Shop bei sich in der Nähe, aber das sind so geile Angebote. Und wenn das eine Stunde von euch weg ist, würde ich euch sogar empfehlen, da hinzufahren. Und da fangen wir jetzt auch direkt mal an. Als erstes haben wir Best Ever, ist ein Raketensortiment mit 7 Raketen für 13 Euro, ist von Leslie und ja, ein bisschen teuer. Da würde ich dann lieber das Sortiment nebendran mitnehmen, und zwar Chili Pepper, so ein geiles Raketensortiment von Leslie. 5 Raketen, Kleinzeug, alles mögliche, 4,44 Euro, einfach geisteskrank. Ja, das müsst ihr euch eigentlich mitnehmen, mehrmals. Kannst du mit Lollipop aus dem Aldi vergleichen, also von der Sortierung und dem ganzen Zeug, ist aber von Leslie, also ich... weiß nicht, finde ich sogar noch besser. Dann unten dran eine richtig geile Sache. Ich würde sie mir auf jeden Fall mitnehmen. Die President Pyro, eine der besten Verbundsbatterien für dieses Preissegment. 2 Kilogramm NEM, immer noch 90 Euro, also nicht im Preis gestiegen. Richtig geisteskrankes Teil. Nehmt euch das Teil mit. Dann haben wir Crowd Control für 70 Euro, auch von Leslie. Da unten drunter Einhorn Mix, Jugendfeuerwerk, 7 Euro, ist halt Jugendfeuerwerk drin. Müsst ihr selber gucken. Nebendran Nightcrawlers für 12 Euro, für 7 Euro, ja. Das sieht mir nach Sonnenvögel aus. Und ja, das ist auf jeden Fall auch was Schönes. Und der Rest auf der Seite ist jetzt nicht mehr so interessant für uns. Auf der zweiten Seite geht's wieder komplett weiter mit richtig geilen Raketensortimenten. Are you ready to fly? 27 Raketen für 15 Euro. Und das Teil ist absolut geil. Da sind so geile Raketen drin. Für den Preis absolut unschlagbar. Bezahlt ihr gefühlt 50 Cent pro Rakete. Dann Bombastic, 15 Raketen für 15 Euro, auch von Leslie, ist auch ein Top-Sortiment für den Preis. Dann Ace of Spades, 6 Raketen für 10 Euro, sieht mir nach Goldraketen aus, von Leslie. Ja, müsst ihr euch mal überlegen, wäre wahrscheinlich schön mal zum Testen. Dann, hier haben wir es wieder, Chili Pepper und Best Ever, das hatten wir auf der Seite davor schon. Dann haben wir Magic Potion für 10 Euro, das sind... 9 Raketen drin, Kleinzeug, ist zwar von Komet, aber allein 9 Raketen, Kleinzeug, dann ist der Preis eigentlich doch schon gerechtfertigt und könnt ihr euch eigentlich auch mitnehmen. Wieder von Kometen Raketen, sorry, mit 13 Raketen, 9 Euro, auch ein guter Preis auf jeden Fall. Und als letztes auf dieser Reihe haben wir Road Trip und da sind 7 Raketen drin und Kleinzeug, 10 Euro. Der Preis ist eigentlich jetzt auch nicht schlecht, kann man auch nicht viel falsch machen. Ja, irgendwas stimmt da nicht, meine Freunde. Chili Pepper? Schon wieder? Hier haben wir es schon wieder, 4,44 Euro. Hier oben ist es auch 4,44 Euro, auf der Seite davor auch. Das ist ein bisschen komisch. Da haben sie ein bisschen gepfuscht im Prospekt, würde ich sagen. Dann Mafioso, Kugelkopf-Raketen. 7 Euro, die finde ich nicht schlecht. Nachtblende, 10 Raketen, 10 Euro, kann man auch nichts falsch machen. Guter Preis fürs Raketensortiment. Auf der nächsten Seite geht's weiter mit Releases the Beast, 100 Euro, ein Verbund von Leslie. Und nebendran noch ein Verbund, Black Fortress für 100 Euro, beides von Leslie. Müsst ihr euch mal anschauen, die habe ich mir noch nie so wirklich angeschaut. Oh, dann haben wir hier was von Nico drin im Center Shop, und zwar Delta Fire. 40 Schuss, 25 Euro. Kaliber 25 mm, also ja, schaut euch mal ein Video von dem Teil an. Nebendran All-Inclusive 21 für 25 Euro ist jetzt nicht so meine Sache, würde ich wahrscheinlich eher da lassen. Nehmt euch lieber die President Pyro mit, ist zwar viel teurer, wenn man es damit vergleicht, aber da bekommt ihr wesentlich mehr. Super Mad Dentist 78 Schuss und für 18 Euro. Dann haben wir Chainsaw Box für 50 Euro. Dann nebendran Midnight Maniac für 15 Euro. Auch wieder von Leslie, gefächert sogar. Und dann nebendran Druckwelle 25 Euro, eine Batterie von Keller. Und ja, da weiß ich ja jetzt nicht. Da will ich mir gar kein Video anschauen, wenn ich da schon Batterie und Keller lese. Ah, nein. Und dann noch zwei fette Verbünde. Bürgermeister 100 Schuss, 60 Euro, auch 1,5 Kilo NEM. Und nebendran wütende Gartenzwerge, das ist auch schon relativ lang, glaube ich, drin beim Center Shop für 35 Euro. Dann kommen wir hier weiter mit etwas Kleinzeug, und zwar Lupfpfeifer für 1 Euro. Und die sind auf jeden Fall richtig geil, die nehme ich mir auch immer mit. Dann Bellas Ciao, das sind so Mini-Raketen, glaube ich. Und ja, 3 Euro zum Spielen. Wieso nicht? Knallkraut 1,50 kennen wir ja noch aus der Norma und das ist echt nicht schlecht.
Jugendfeuerwerk auch dazu noch. Dann Viva Romana für 3 Euro. Und dann kommen hier diese Billigbatterien von Leslie. Crackle für 3 Euro. Ja, mitnehmen. Peony auch 10 Schuss, 2,99. Was ich aber schade finde, ich sehe hier jetzt nirgendwo die Leslie Gold. Und das ist die beste von den dreien, würde ich sogar sagen. Und dann haben wir hier noch Böller. Einmal China Böller 2 für 8 Euro. China Böller A für 10 Euro. Und China Böller B für 9 Euro. Und dann sind wir schon auf der letzten Seite. Hier ist ein bisschen Jugendfeuerwerk. Hier für 10 Euro nebendran. Chop Dog Bag. Auch wieder ein Jugendfeuerwerk-Sortiment für 10 Euro. Ja, jetzt kommt hier eigentlich nur noch Jugendfeuerwerk und das interessiert uns alle, glaube ich, hier gar nicht. Ja, meine Freunde, das war auf jeden Fall ein kleiner Einblick in das Prospekt. Es ist auf jeden Fall noch nicht alles angeblich. Kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß nicht. Center Shop, das ist ja auch so eine Art Restpostenmarkt und da gibt es bestimmt auch noch Feuerwerk, wo nicht im Prospekt ist. Und ja, ich finde das Sortiment auf jeden Fall richtig gut. Da sind ein paar richtig gute Angebote dabei für den Preis. Unter anderem die President Pyro, wo ich mir auf jeden Fall mitgenommen hätte, wenn ich da hingehe. Und ja, schreibt gerne eure Meinung mal zu dem Feuerwerksprospekt in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall richtig interessieren. Und dann würde ich auf jeden Fall jetzt noch sagen, abonnieren, liken und Schwarzpulver inhalieren.